Ja, moin Leute, hier sind wir wieder. Wir wollen heute unseren guten Reinputzer vorstellen. Da brauche ich auch noch ein bisschen Hilfe bei. Ich hole erstmal meinen Kollegen. Ja, moin, ich bin jetzt auch da. Was wollen wir erzählen? Wo fangen wir an? Ich würde mal sagen, die Kamera kommt mal dichter hierher zu uns. Wollen wir mit der Verstellung anfangen hier vorne? Ja. Hier drauf. Du kannst das ja, als wir den gekriegt haben, haben wir erstmal das ganze Gerät eingestellt. Das hast du gemacht. Am besten erklärst du das dann auch. Ja, du kannst dieses Rad einmal in der Höhe verstellen hier. Und das haben wir ja so bekommen. Die Einstellung war schon gut. Und dann kann ich ihn schräg einstellen. Wenn wir diesen zarten Deckel runternehmen, dann kann man das sehen, dass man hier das Ganze auch leicht schräg. Da habe ich das so wie beim Schwader, dass er hier schön raufkommt und dass er das auch ablegen kann. Sonst schmeißt er mir das wieder in der nächsten Reihe. Und ich will ja gerne, dass er ihn das auch schön vors Gebiss hinlegt. Und wir sind da eigentlich so super mit zufrieden. Wir haben auch wenig Abnutzung. Michi hat jetzt die ganzen 25 Hektar damit gemacht. Genau. Keinen Bruch gehabt. Ich würde sagen, wir bauen diese aus, drehen die einmal, weil jetzt ja stehen die alle so ein bisschen so. Für die nächste Saison. Und dann, ne? Das ist eigentlich recht einfach da vorne. Kann man sich immer schön einstellen. Ja, was wir jetzt hier gesehen haben, das hat Michi gleich gesehen, wenn er den hochklappt. Das geht ja nicht darauf mit der Kamera. Geht ja hydraulisch. Haben wir hier schon ein bisschen Abnutzung. Sieht aus wie Marderfraß. Ich denke mal, wenn wir den da unter durchlegen würden. Ja, sagt der Kollege ja. Einfach unter durch. Hier vielleicht noch einen kleinen Kabelbinder oder einen zarten Baumannbinder. Dann passt das. Die Schläuche geben das ja noch her. Ne? Ja, also gefällt uns wirklich gut. Wir haben den ja schon länger auf dem Schirm gehabt, Michi. Ja, wir haben ja vom anderen mal gehabt, einen anderen Reinputzer mit so Gummilappen und der nimmt einfach zu viel Erde weg, ne? Ja, was man hier noch sagen kann, Petra, komm mal ein bisschen dichter, hier kannst du das mechanisch einstellen, man kann hier das Splint rausziehen, den Bolzen lösen und dann kannst du deinen Grat einstellen. Bei uns kam das jetzt, Michi, so eigentlich gut hin, du hast da ja an dem Winkel gar nichts mehr verstellt. Genau. Ja. Und das ist echt gut. Ja, und es ist mit einem Bolzen kannst du das ganze Teil abbauen, wenn du jetzt nur häckseln willst. Ich denke mal, jetzt zum Sommer, wir bauen ihn ab. Ne? Du kannst ihn auch besser verstauen, dann packst den Putzer auf eine Palette. Ja. Und das geht schon echt gut. Ne? Was man jetzt nochmal sagen muss, was mir gerade einfällt, ist, beim 1,80 Meter Gerät geht das leichter anzubauen, weil du hier noch so viel Platz hast. Ja. Und beim 1,50 Meter Gerät wäre hier das Ende und dann wäre das seitlich angeschoben, dieser Rahmen. Und das muss man dann ja bedenken, das steht dann ja über, ne? Ja, was einfach genial ist, ich bin da ja nur auch ein paar Hektar mitgefahren, du siehst das alles vor dir. Du brauchst dich nicht umgucken, du hast das richtig im Griff, deine Höhe und wie er läuft, wie stramm du am Baum fährst. Also das ist richtig schön, ist das. Und durch das Rad, er geht ja auf Schwimmstellung, er liegt ja wirklich, er passt sich dem Boden an, ne? Das ist ja echt herrlich. Und du hast auch nicht so viel Steinschlag am Träger, weil es ist was sind das, 2 Meter von der Haube weg, ne? Ja. Am Vorgewende kannst du das ganze Ding schön hochklappen, das sieht man auch im Video. Dann bist du eigentlich genauso wendig wie nur mit Häcksler, ne? Ja, und das lieben wir ja an unserem Perfekt. Auch dies hier, es ist ja stabil verbaut, ne? Das muss man ja wirklich sagen und gut durchdacht. Das ist schon schön. Ja, Michi, fällt dir noch was ein? Ja, was kann man da sonst zu sagen? Ja, du hast ihn jetzt schön sauber gemacht. Natürlich ist er am Vario schön angebaut. Mit der ganzen Ölgeschichte, mit TMS am Vorgewende fahren. Das geht wirklich. Marlina, wolltest du auch noch was sagen? Ja, das mit dem Besen hatten wir. Gefällt uns besser als mit dem Gummilappen. Ja. Nimmt lange nicht so viel Erde mit. Ja, das geht wirklich gut. Ja. Egal welchen Reinputzer du hast, wichtig ist ja, dass du deinen Träger ordentlich sauber machst. Ne? Dass du ihn wirklich, vor allen Dingen die ganzen Filter und alles, dass du ihn schön sauber machst. Das haben wir eigentlich auch immer mittags und abends dann. Ne? Eben auspusten, alles schön durchpusten. Raus und, Ja, du hast jetzt ja noch oben in der Kabinenlüftung ordentlich einen neuen Filter reingesetzt. Ja, der war hin. Ne? Ja, das ist so, das ist auch wichtig. Die Pflege ist wichtig, ne? Auch abschmieren hier alles. Das ist wirklich total eingestoben, hier liegt die Erde richtig doll drinne, das ist alles zu. Ja. Und auch der Träger sah aus wie Sau, aber... Aber wir haben optimale Witterung gehabt. Es war immer ein bisschen feucht, es darf auch nicht zu trocken sein. Ja, dann staubt das. Das ist schon angenehm, ne?
staying up when I go out. You gotta know I'm all yours. But when I say, what's that about? You start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away. Gesagt, wollen wir das ganze Ding abbauen. Dazu müssen wir diese zwei Bolzen lösen und dann kann man das ganze Teil schon nach vorne wegziehen und das beiseite packen. Dann würde ich sagen, lösen wir mal hier diese Schraube hier. Löse sie mal. Wollen wir gleich auf Palette packen? Denke ich, ne? Ist ja besser. So, die Schraube da raus. So. Die passt ja auch in so eine kleine Kiste rein. Muss ich ein Stück anheben oder kriegen wir den so? Ich würde sagen, du löst mal eben den Bolzen. Ich hebe mal ein bisschen an. Guck mal. Ein bisschen Fett haben wir. Ja, mach nochmal. Guck mal, wir nehmen den anderen raus. Hin. Ja, genau. Oder kannst du den von unten? Ist er. Kann man den von unten anfassen? Nee. Wollen wir eine Zange holen? Ja, machen wir eine Rohrzange, eine kleine oder was? Ja, die sind doch alle von der Fliegen da hinten, ne? Ja. Ja, komm. Oh, jetzt kriege ich auch mal eine Hand raus. Perfekt. So, jetzt müssen wir zu anheben. Ja, wollen wir eben mal hier die Kabelschläuche lösen. Das war's fürs Video. Wir sind jetzt durch. Das war noch am Anhang. Wir haben uns gedacht, wir zeigen das mal eben, wie wir noch abbauen. Und dann sehen wir uns einmal wieder. Jo, alles klar. Bis dann.